Starship-Trooper-Tipp. Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Oh, der blöde Detective. Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Hm. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Software instabil? Warum? Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Aha. Explodieren die? Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Bin ich mal gespannt. Was auch noch erzwingen? Verletzt ist er ja. Erstmal analysieren, genau. HK 400, Haushälter. Okay, niedrig. Gefällt mir. Ach, das ist ja... Ja, stimmt. Mit dem Blut. Ja, toll. Und jetzt? Hat er das jetzt selber gemacht, oder... Stresslevel. Aha. Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Ja, beschuldigen Sie sagen, erstmal. Du bist ein Mörder. Du weißt, dass du menschliches Leben unter keinen Umständen gefährden darfst. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Gut, dann drohe ich dir jetzt. Du scheinst die Situation nicht zu begreifen. Du hast einen Menschen getötet. Sie werden dich demontieren, wenn du keine Aussage machst. Ja, wenn du nicht redest, mal. Werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Oh! Was hast du denn Schmutziges gemacht? Was? Was werden sie mit mir machen? Dich zum Toaster machen? Sie zerstören mich, oder? Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir.
Ich? Ich kann nicht. Warum? Speicher prüfen. Du lässt mir keine Wahl. Arschloch sein. Okay. Komm her, du Stück Scheiße. Dir werde ich helfen, mich anzustarren. Ich hatte Speicherzugriff. Ich weiß, was passiert ist. Ja, er hat ihn umgebracht, definitiv. Zerstört sich selbst. Okay. Ja gut, nee, lassen. Stopp das, verdammt! Ich kann nicht! Ich kann es nicht stoppen! Das reicht jetzt. Du musst sofort damit aufhören. Vorsicht! What the fuck? Ach du Scheiße. Krasser Scheiß. Was wäre jetzt passiert, wenn ich die andere Alternative gewählt hätte? Es gibt noch zwei andere Szenarien. Heiliger Scheiß. Dann bis zum nächsten Mal.